Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind immer noch im Craft Cup Final und zwar zwischen den Kontrahenten als blau unten iZyplo und links oben FX Optic Zero. Wir haben also ein PvP Mirror Matchup und es steht sogar 1:1 zwischen beiden Spielern. FX hat auf der Karte Zellenlager Caverns ganz hart gecheased mit einem Cannon Rush und hat so das 1:0 erlangt. iZyplo hat auf der Karte Shakuras Plateau sehr, sehr schön seine Kontrahenten zurückgeschlagen. Dieser versuchte ein ganz hartes Vorgate. Keine Chance mehr für ihn. iZyplo dann erstmal sehr schön runtergespielt. Kam dann den ersten Kolossen in die gegnerische Basis und hat erstmal komplett dort aufgeräumt. Dann stand 1:1 und jetzt sind wir hier auf der Karte Jungle Basin. Und zwar ist das hier Match Nummer 3 aus diesem Best of 5. Und ich bin gespannt, was die beiden uns diesmal jetzt hier bieten werden. Wie gesagt, eine One-on-One-Player-Map und es könnte sein, dass wieder FX ganz hart schießen wird. Also bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Bisher macht er aber keine Anstalten. Also ist hier nicht zu sehen, irgendwie dergleichen, was ein Cheese gleich kommen könnte. Und wir sehen iZyplo, Standardaufbau, auch jetzt hier das Gateway für ihn. Also FX mit keinem Cheese erstmal hier am Start. Und jetzt beginnt das große Scouting. Und beide werden sich fragen, wo ist denn nur der andere Spieler bei dieser One-on-One-Player-Map? Und da geht der Go los. Beide machen ein kleines Yin- und Yang-Zeichen auf der Minimap. Sehr, sehr schön. Wird gleich ein riesiger Drops werden. Und ihr merkt, ich habe Langeweile, weil das Spiel am Anfang so packend ist. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Also das Video zum Community Battle ist ja sozusagen schon draußen. Also schreibt mal, also versucht es da mitzumachen. Ich denke, der Craft Cup wird ja an diesem Video diese Woche noch zu Ende gehen und darauf wird dann sicherlich das Match vom Community Battle hochgeladen. Also freut euch schon mal und seid gespannt, was da passieren wird. So, direkt zurück ins Spiel und zwar beide mit dem Push auf den Cybercore. Währenddessen geht iZyplo auf das zweite Gas und FX hat das bereits eben gleich getan. Auch er mit dem Go auf den Core. Und jetzt hier etwas Resonum von iZyplo hier mit seiner einzelnen Probe. Und dort kommt die Probe von FX an. Ne, von iZyplo. Also scheinbar hat hier einen Probe-Trade hier zwischen. Cybercore ist fertig. Jetzt kommt sicherlich der Go auf die letzte, genau, auf ihrem letzten, auf das Warp-Gate-Upgrade. Und demnächst sollten dann auch die ersten kleinen Gateways folgen. Was bei Jungle Basin so unglaublich fies ist, wenn man als Protoss oder auch gegen Protoss spielt, ist einfach mal diese Stelle hier zwischen der Natural Expansion und diesem Low Ground, genauso an dieser Position. Man kann mit Blinkstalkern dort eiskalt wirklich rübergehen, dann ganz in Ruhe das abusen und man kann einfach sagen, hier leckt mich Steine, ich blinke rüber, ich brauche euch nicht kaputt zu machen und das ist natürlich dann immer ein großes, großes Problem. So, iZyplo erstmal jetzt in Ruhe dabei, hier noch einen weiteren Teil zu bauen. Hat auch jetzt gerade erstmal sein Gateway auf den Weg geschickt. Ein Gateway im Bau. Zweite wird jetzt folgen, denke ich mal. Nein, Tugel into Robo. Okay, also für ihn Tugel into Robo, währenddessen FX erstmal auf der Freegate gegangen ist. Und Starport, Stargate. Halleluja, was haben wir denn bitte jetzt hier auf dem Spielfeld? Also beide schlagen hier einen komplett neuen Bild ein und versuchen natürlich jetzt den Gegner irgendwie zu verwirren, zu verunsichern und oder dergleichen. Wir sind hier, die Gateways werden fertig und die Sentry für FX bereits auf dem Spielfeld. Die wird dann natürlich nutzen, um hier sofort die Choke zuzumachen, währenddessen hier der Stalker versucht erstmal zu harassen, hat aber gemerkt, okay, da ist zu viel gerade Action am Start. Und wir haben auch jetzt hier Freegate into Robo, also jetzt hier auch der erste Observer auf dem Wege. Und der wird natürlich sofort merken, was hier Phase ist. Was wird kommen? Werden wir die Void Race sehen? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Genau, es kommen Phönixe. Und zwar mit Chronoboost. Und scheinbar will unser Spieler FX auf die Zero irgendwie in die Mineral Line gelangen. Und dann hier übel Schaden mit dem Graviton Beam machen. Jetzt hier nochmal der Stalker hier auf dem Weg. Und ich bin gespannt, Dust Observer, wird er den Stalker sehen? Ja, er sieht ihn locker. FX hier in der Main Base, iZyplo guckt jetzt hier auch nochmal kurz rüber. Der Stalker müsste gleich hier eigentlich erscheinen. Und da kommt der Stalker und... Oh, Fail von FX, ganz schlecht gemacht, Vorfeld genial gesetzt hier von iZyplo.
Und da ist der Observer auf dem Weg. Robotics Bay wäre das auch noch für Eisaiplo. Also bald kommen hier die ersten Kolosse auf das Spielfeld. Und da kommt der Observer in die Main Base. Da sind die ersten beiden Phönixe und er weiß es. Er sieht es auch. Da eben der Detektor genau weiß, was Halluzination ist und was nicht. Dritte Phönix ist fertig. Vierte kommt jetzt gerade. Sehr, sehr stark. Auch hier von FX nochmal erneut den Proxy Piling gesetzt. Und er sammelt die erstmal hier hinten irgendwo. Bin ich mir nicht sicher. Genau hier wird erstmal der Punkt sein. Und ist es in guten Positionen. Also, jetzt könnte es wirklich nachher losgehen. Eisaiplo hat natürlich sofort geschaltet, schickt den ganzen Stalker an die Mainbase zurück und da könnte er hier ganz übel Schaden machen und der Phönix verliert sofort instant den ganzen Schild. Also jetzt hier ganz hässlich und nochmal ein paar Schüsse. Vier Phönix jetzt am Start. Army Size verrät beide Spieler mit über 50 Grad komplett gleich auf. Income Tap zeigt aber, dass auf jeden Fall FX, Entschuldigung, aufgrund dessen, dass er mehr Harvest hat, etwas mehr einnimmt. Und Yunus lost auf jeden Fall Eisaiplo hier ganz, ganz klar im Vorteil. Wir sind aber auch gerade jetzt Observer, wie gesagt, von Eisaiplo genau drin. FX geht bewusst jetzt noch die Expansion, will den Gegner durch das Harassment der einzelnen Phönixe hier unter Druck setzen. Und da kommt der Go und er hätte fast jetzt hier den Phönix verloren. Also das wäre jetzt ganz, ganz eng geworden. Und die kleinen Phönixe sind einfach mal so eine Art Papierflieger. Also sie machen jetzt nicht wirklich viel hier aus und gehen auch sehr, sehr schnell down. Der erste Koloss ist fertig, zweiter auf dem Wege. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Go, denke ich mal, bald hier von unserem Spieler Eisaiplo jetzt hier die Probe am Scouten. Und ich frage mich echt, was die hier machen will. Will sie wirklich einen Proxy-Pilot hier setzen? Hier zum Beispiel. Jetzt wurde gerade der Observer gescoutet. Ah, genau, durch den eigenen Observer kann man nicht anders sagen. Da kommt nochmal die Phönixe rein. Fünf Phönixe, der erste Voidray jetzt hier auf dem Weg und die Immortals kommen. Halleluja. Jetzt hier go und keiner ist mehr da. Oh, übles Timing jetzt hier auf jeden Fall für Eisaiplo. Da ist ein bisschen bitter. Also gerade als er rausgehen wollte, kommt der Move. Und das tut einem ein bisschen leid. Ganz ehrlich, also hätte er echt mehr machen können. Die Phönixe warten jetzt hier hinten in der Mainbase und jetzt können die erneut wieder harassen. Ganz, ganz dreist hier. Also FX macht das ganz, ganz klasse hier und kann in Ruhe die Lübelei hier auseinandernehmen. Und Incantab müsste gleich zeigen, wie hart das auf jeden Fall Eisaiplo getroffen hat. Und jetzt kommt hier auf jeden Fall der Go. Proxy Piling gesetzt von Eisaiplo. Und jetzt bin ich gespannt, FX sieht die Beams. Also er weiß eben auch, was da jetzt kommt. Sieht die Sentries. Und das wird langsam echt heftig für ihn. Wie gesagt, hinten ist er.